Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Heute sind wir mal techlastig. Heute geht es um Mobilfunkstandards. Und zwar ist immer von der Rede von 2G, 3G, 4G und jetzt sogar 5G. Aber die meisten wissen eigentlich gar nicht, was da dahinter steckt und was das bedeutet. Und da will ich heute einfach mal ein bisschen drüber reden, was denn die einzelnen Standards sind, wann die denn aufgekommen sind und was das bedeutet. Ja, 2G, 3G, 4G, 5G, gibt es denn eigentlich auch 1G? Ja, 1G gibt es auch. 1G heißt, also das G steht für Generation oder halt in Englisch Generation. Und 1G waren, werden bezeichnet die, sage ich jetzt mal, Prädatennetze. Ja, was will jetzt der von mir, ne? Das bedeutet also die analogen Funknetze, wie wir es hatten. Wir hatten das A-Netz, das B-Netz und das C-Netz bei uns in Deutschland. Das A-Netz, das war technologisch noch ein Graus, also da konnte man teilweise nicht mal selber wählen, sondern musste das noch über Vermittlungsstellen machen. Und wenn man angerufen wurde, musste man wissen, in welcher Gegend sich derjenige aufhält. Also das war alles, ja, sehr in den Kinderschuhen. Die Geräte waren groß wie Aktenkoffer. Selbst beim B-Netz, glaube ich, dann die letzten Geräte, die waren halt dann so die Größe. C-Netz hatte dann schon richtige, in Anführungszeichen, Telefone, aber so richtig mit der Hand zum Telefonieren. Auch ist genau das C-Netz waren auch noch so Koffer. Richtig, ja. Aber so richtig mit der Hand zum Telefonieren, das Handy, das kam dann erst mit den digitalen Netzen auf, also mit den paketvermittelten Netzen. Und ja, die analogen Netze, also wer sich überlegt, ja, seit wann gibt es eigentlich denn schon Funknetze? Gab schon sehr früh. Also das erste mobile Funknetz meines Wissens, das war damals auf der, na, wer traut sich aber was, das war damals auf der Eisenbahnlinie zwischen Hamburg und Berlin. Ich weiß jetzt nicht genau welches Jahr, aber das muss so zwischen den zwei Weltkriegen gewesen sein, also oder vielleicht sogar davor, also 1915, 18, wie auch immer. Da gab es schon wirklich tatsächlich öffentliche Fernsprecher im Zug. Also das war damals eine technische Revolution, ne? Also da konnte man im Prinzip im Zug seine Geschäftsgespräche führen. Ich will nicht reden, mit welcher Qualität und wie das genau funktioniert hat, aber es war möglich technisch. Jo. Also das waren so die Vorläufer. Dann haben natürlich erstmal die ganzen Staatsbetriebe, die ganze Staatsmacht hat natürlich erst einmal da eine Ausstattung bekommen mit portablen Geräten. Wer sich da vielleicht noch an ein paar Bilder erinnert von 1972 oder so, wo man dann Polizisten oder ich weiß gar nicht, ob Polizisten oder waren Soldaten dann gesehen hat mit so riesen Apparaten, das waren auch schon die ersten. Ich glaube, das war ein A-Netz. Also das war damals halt noch alles sehr groß und die Technik war natürlich noch nicht so weit fortgeschritten. Wir haben jetzt eine Miniaturisierung erreicht, dass wir eben so eine kleine Streichholzschachtel ein Mobilgerät reinbekommen. Das war damals alles nicht möglich. Dann kam irgendwann mal das A-Netz. Das war irgendwann in den 70er Jahren. Reine analoge Technik. Wunderbar abzuhören. Also A- und B-Netz konnte man problemlos abhören, wenn man ein Amateurfunkgerät hatte, das in dem Frequenzbereich arbeitet. Und das war alles kein Problem. Also die meisten Amateurfunkgeräte hatten das. Ich habe damals in den 90er Jahren auch noch, wie es B-Netz noch gab, habe ich das B-Netz auch im Klartext hören können. Also das war alles kein Problem. Ne? Also beim A-Netz musste man, wie gesagt, noch wissen, wo sich derjenige aufhält, in welcher Funkzelle. Beim B-Netz
musste man zumindest wissen, in welchem Funkbereich das es ist. Das heißt also, keine Ahnung, Region Nürnberg, Region München oder irgend sowas, da musste man das wissen. Und wenn dann derjenige, ich weiß gar nicht, ob es da schon Handover gab im B-Netz, ich glaube gar nicht. Also wenn der die Funkstation verlassen hat oder aus dem Bereich, den man angewählt hat, raus ist, dann ist das Gespräch abgebrochen. Also das gab es damals alles nicht. Ich glaube, im B-Netz war dann zum Schluss, glaube ich, haben sie es dann geschafft, dass man dann nur noch eine Nummer hatte. Da musste man den Bereich nicht mit vorwählen. Aber ja, das war halt schon noch sehr alte Technik. C-Netz konnte man dann schon angerufen werden in ganz Deutschland. Ja, genau. Also das muss man auch dazu sagen. Also diese ganzen Netze, das war natürlich alles so Semi-Standards. Also meist proprietär. Und da konnte man also jetzt nicht einfach ins andere Land gehen. Ich glaube, beim C-Netz gab es dann mal zum Schluss eine Roaming-Möglichkeit, weil doch die umliegenden Länder auch ähnliche Netze haben, gehabt haben. Aber bin ich mir jetzt auch nicht sicher, welche Länder das da gingen. Also es war nicht viel, was das da funktioniert hat mit dem C-Netz und Roaming. Wie gesagt, es ist ein analoges Netz gewesen, was eine digitale Signalisierung mit drauf gegeben hat. Und man konnte zum Schluss im C-Netz tatsächlich auch schon in gewissem Umfang Daten übertragen, aber da darf man nicht so viel drauf geben. Also das waren vielleicht allerhöchstens mal, ich weiß gar nicht, ob es mit 1K2 war oder 9K6 vielleicht eventuell, könnte man vorstellen, aber mehr auch nicht. Also mehr ging da nicht drüber. Da können wir vergessen. Also das war, ja, Datenübermittlung, Fax konnte man drüber schicken, aber mehr, vielleicht ein paar E-Mails, aber das war es dann auch schon. Das, ne? Also mehr ging da auch nicht. C-Netz war mit wenig technischen Aufwand auch abhörbar. Dass wenn man entsprechenden Entschlüssler hatte, wurde ein bisschen verschlüsselt das Ganze, damit es also nicht im Klartext abhörbar war, aber es war dann trotzdem abhörbar. Ja, so richtig Paket vermittelt, das heißt digital ging es dann erst mit dem 2G-Netzwerk, mit dem ersten, also der zweiten Generation von 1G, spricht man also immer von den Netzen, die noch analog sind, und 2G ist dann schon zweite Generation, das heißt, da sind wir dann schon im digitalen Bereich, und die 2G-Netze haben typischerweise alle eine Datenübertragung mit drin. Und das ging los im 2G-Netzwerk, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, das ging im 2G-Netzwerk los 1992 mit den ersten Netzen, die in Deutschland aufgebaut wurden. Da sind die großen oder die ehemals großen, jetzt ist ja, hat ja O2 die großen überholt, was die Teilnehmerzahl betrifft, also die ehemals großen Telekom und Vodafone haben damals als, ich glaube, ja, der Name D1 hat sich die Telekom genannt, und D2 Mannesmann, D2 Mannesmann hat sich Vodafone genannt. Und das ging also los auf Frequenzen um die 900 MHz. Und das war schon ein Unterschied zu vorher. Die Netze mussten dichter aufgebaut werden. Es war mehr Netzkapazität, stand mehr Netzkapazität zur Verfügung. Man konnte auf jeden Fall damit auch schon Daten übertragen, wenn auch langsam. Ich glaube, der erste Datendienst ist dann erst nach ein paar Jahren eingeführt worden, wenn auch langsam. Zu Anfang ging es also los mit ganz normalen Datenübertragung über sogenannte CSD-Übertragung. Das heißt, da wurden noch die analogen Signale aufmoduliert auf den Träger, und dann hat tatsächlich das Handy dauerhaft eine Verbindung aufgebaut. So wie es früher eben mit den Einwahlmodems eben war, die im Festnetz verbreitet waren. Die hat man dann einfach analog aufs Mobilfunknetz übertragen, und die konnten dann
eben da langsam Daten übertragen. Das Verfahren nennt man Circuit Switch Data und man konnte dann durch Kopplung von mehreren Circuit Switches, das heißt, die Sprache wurde ja eigentlich schon digitalisiert übertragen und man hat einfach diesen Sprachkanal genutzt, um darüber eben Daten zu ziehen. Und wenn man einen Kanal benutzt, also GSM, der GSM-Standard erlaubt es, auf einer Frequenz eben 8 Gespräche gleichzeitig zu führen, zur selben Zeit, auf einem sogenannten Kanal. Das sind sogenannte Timeslots dann. Und wenn man eben mehrere Timeslots belegt, konnte man auch schnelle Geschwindigkeiten übertragen. Das heißt also, da waren teilweise, jetzt muss ich lügen, ich glaube 34 oder 42 Kilobit möglich zu übertragen. Kilobit, ne? Beachte. Ja. Genau, HCSCSD, glaube ich, nennt sich der Standard. Oder HSCSD. HSCSD, glaube ich. Also dieser Standard hat, glaube ich, auch nur E-Plus eingeführt gehabt als Alleinstellungsmerkmal. Die anderen Netzbetreiber hatten das also nicht. Ne? Ja, dann kam irgendwann einmal SMS auf. Das war so um 1994 rum, wie E-Plus an den Start ging. Die haben dann gleich mal SMS gepusht. War am Anfang kostenlos. Die haben sich gedacht, das läuft ja über einen Signalisierungskanal, ist nicht weiter schlimm, naja, ich tue halt da mal eine SMS-C hin und gut ist. Und dann haben sie irgendwann mal gemerkt, dass die Leute da Tausende und Millionen von SMSen drüber schicken und haben gemerkt, kriege ich ja gar kein Geld mehr. Ne? Und irgendwann haben sie dann mal dann ein gebührenpflichtiges Modell eingeführt und dann ging das auch wieder runter. Ne? Ja. Wir sind immer noch im 2G-Standard. Dann gibt es auch noch von der Benennung her einen sogenannten 2,5G-Standard. Das heißt, es ist so ein Mittelding zwischen dem 2G und dem 3G-Standard. Und das hat jetzt eigentlich nichts mit der eigentlichen Trägertechnologie mehr zu tun, sondern da geht es jetzt darum, wie schnell können jetzt die Daten übertragen werden. Und mit einem 2,5G-Netzwerk kann ich also schon ein bisschen schneller Daten übertragen. Und zwar hat man dann irgendwann Ende der 90er den Dienst GPRS eingeführt, also diesen paketvermittelten Datendienst, der ursprünglich von der Idee her aus dem Amateurfunk kommt. Amateurfunk gibt es dann vielleicht auch mal ein Video dazu. Der wurde dann eingeführt und dann musste man halt keine Verbindung mehr aufbauen, sondern es wurden dann nur Daten übertragen, wenn Pakete halt eben anstanden. Das Dumme war mit dem GPRS-Dienst, den es auch heute noch gibt, allerdings nicht mehr als GPRS, sondern in der 2,5G-Variante als Edge. Das wird jeder merken, der dann halt mal im Display stehen hat am Handy und denkt sich, oh, jetzt ist wieder alles arschlangsam. Das war damals eine Innovation. Ne? Also da kann man heutzutage bis zu 300 noch was Kilobit pro Sekunde übertragen. Ist natürlich in der heutigen Zeit arschlangsam, war aber früher war das on vogue. Ne? Also da konnte man richtig schon E-Mails lesen und auch Internetseiten aufbauen. Also das war damals top. Ne? Ja. Und dann kamen die 3G-Netzwerke und 3G-Netzwerke unterscheiden sich von den 2G-Netzwerken komplett. Also ein 2G-Netzwerk arbeitet mit Timeslots und jedem Benutzer wird für die Sprachübermittlung oder für die Datenübermittlung ein Slot zur Verfügung gestellt und den belegt er dann während der gesamten Zeit. Bei 3G-Netzwerken, den UMTS-Netzwerken, da sieht das anders aus. Da gibt es eine Frequenz und alle senden auf der Frequenz. Ja, also das. Bei den 3G-Netzwerken, die wir haben, die UMTS-Netzwerke, fährst du wegen weiter rechts auf deiner Spur? Oder wie schaut es aus? Bei den 3G-Netzwerken, UMTS-Netzwerken, die wir haben, da kommt ein Verfahren zum Tragen. Das macht Folgendes, und zwar senden ja alle auf derselben Frequenz und die Unterscheidung ist eben nur durch die Codierung gegeben.
Und ich will jetzt nicht zu tief ins technische Detail gehen. Also im Prinzip können beliebig viele Stationen auf einer Frequenz senden, solange die Basisstation noch die Codierung von jeder einzelnen Station auseinanderhält. Denn nicht jede Station sendet wirklich zum selben Zeitpunkt. Das sind immer Mikrosekundenunterschied. Und in der Codierung sind Unterschiede drin und das kann die Basisstation auseinanderhalten. Das ist schon ganz schön heavy, was da softwaremäßig entwickelt wurde. Der Nachteil von dieser 3G-Technologie ist, die ganzen Stationen müssen bei der Basisstation mit demselben Empfangspegel ankommen. Das heißt, die müssen alle gleich stark an der Basisstation da sein. Das heißt, eine Station, die näher dran ist, muss die Sendeleistung reduzieren, was nicht einmal so schlecht ist, weil ja dadurch weniger Batterie verbraucht wird. Und die Station, die weiter weg ist, muss mit einer höheren Leistung senden. Wenn ich jetzt allerdings wenn die Zelle so voll ist, dass ich sehr viele Stationen in der Nähe habe, die nicht mehr weiter runterschalten können, weil es irgendwann einfach mal ein Limit erreicht ist, dann können die Stationen, die weiter weg sind, selbst wenn sie ganz hoch mit der Sendeleistung gehen, werden nicht mehr gehört, weil sie eben nicht mehr richtig ankommen bei der Basisstation. Und von daher gibt es bei 3G einen Effekt, der nennt sich Zellatmung. Das bedeutet, die Zelle, die Funkzelle wird kleiner und größer. Und dadurch bedingt heißt es also, je mehr Stationen jetzt in einer Zelle eingebucht sind und kommunizieren mit der Basisstation, desto kleiner wird die Zelle und desto mehr Funkmasten brauchen wir. Deswegen auch bauen die Netzbetreiber gerne viele Funkmasten und verdichten das immer mehr und immer mehr, weil sie eben bei 3G die Kapazität brauchen. Jo. 3G ist schon ziemlich schnell, also da kriegt man schon jetzt mit dem neuen HSDPA-Plus-Verfahren bis zu 42 Megabit hin. Also von 2,5G sind wir bei Kilobit gewesen und jetzt sind wir dann bei 3,5G schon bei Megabit-Bereich. Also man sieht, es geht exponentiell nach oben. Und die nächste Generation, die sogenannten 4G-Netzwerke, die arbeiten mit einer Technologie, die LTE genannt wird. Und da sind die Nachteile, die es bei den 3G-Netzwerken gibt, mit dieser Zellatmung nicht mehr vorhanden. Das ist ein anderes Verfahren. Da werden die Daten in einem anderen Format übertragen und da gibt es diese Zellatmung nicht mehr. Im 4G-Verfahren ist es auch möglich, eben Frequenzbereiche, und zwar ist das 4G-Verfahren, die Geschwindigkeit im 4G-Verfahren ist einfach abhängig davon, was für eine Bandbreite ich habe. Bei 3G ist es noch anders, da habe ich eine fixe Bandbreite, aber bei 4G kann ich beliebig die Bandbreite erhöhen und je höher die Bandbreite ist, also fängt bei 5 MHz an, je höher ich gehe, desto mehr Leistung kann ich quasi über die Kanäle bringen. Da gehen wir dann in Bereiche mit mindestens mal geht's los bei 4G mit 50 Megabit pro Sekunde und mittlerweile sind wir, was ausgerollt ist, bei 150. Technisch möglich, glaube ich, sind sie schon bei 300 Megabit. Also da ist auf alle Fälle, sind wir schon im Festnetzbereich, im DSL-Bereich locker drin. Der Unterschied ist auch noch bei LTE oder bei 4G im Gegensatz zu 3G, dass bei 4G die Signallaufzeiten viel kürzer sind. Das hat einfach mit dem Backbone zu tun. Da erkläre ich dann vielleicht in einem anderen Video mal, wie diese Backbones ausschauen. Da ist einfach, wird es schneller durchgeleitet als im 3G-Netzwerk, um es mal kurz zu sagen. So. Ja. Die Aussicht ist das 5G-Netzwerk und bei 5G sollen wir also von der Geschwindigkeit her an Glasfaser rankommen. Die ersten Versuche laufen da schon mit 500 Megabit bis zu 1 oder 1,5 Gigabit laufen da drüber. Also da wird es dann schon ordentlich schnell. Ja, wird interessant, was da also in Zukunft dann auf uns zukommen wird. Ja,
gibt es da noch eine Technologie nach 5G? Also da ist man sich nicht sicher. Einige Wissenschaftler sagen, naja, 5G ist der Weisheit letzter Schluss. Ich meine, wenn man mit Gigabit, das ist, als ob ich jetzt, wie gesagt, ne, also als ob ich Glasfaser daheim hätte. Aber ich bin mir sicher, es wird auch noch eine 6G geben. Garantiert kommt noch eine 6G-Generation, die noch mal besser wird. Und man wird immer bessere Übermittlungsverfahren erfinden. Und dann wird es irgendwann auch mal vielleicht, weiß nicht, ob 7G geben wird, aber da wird noch etliches laufen und das wird sicherlich noch einen 6G-Standard geben. 5G ist momentan noch bei keinem Netz der Welt ausgerollt im kommerziellen Betrieb. Es gibt nur einzelne Testnetze jetzt, die sind noch in der Spezifizierungsphase, also das kann noch ein bisschen dauern. Aber was man so gehört hat, soll das 5G-Netzwerk auch auf den Frequenzen, auf den bisher genutzten Frequenzen von 3G, 4G und so weiter funktionieren. Ja. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu technisch. Für den Endanwender, ach ja, eins vielleicht noch, in 4G-Netzwerken gibt es die sogenannte Telefoniefunktion, die ist von 1G bis, der zieht aber auch ziemlich nah rüber, von 1G bis 3G eben gab, also den reinen Circuit switched sozusagen. Call, den gibt es, der ist in 4G nicht mehr vorgesehen. 4G ist ein reines Datennetz. Das heißt, wenn hier Sprache übertragen werden soll, wenn man eine Sprachübertragung machen soll, muss man über Voice over LTE das Ganze machen. Also das ist ähnliches Protokoll wie Voice over IP. Das Problem an Voice over LTE ist, es scheint wohl ein bisschen sehr komplex zu sein und es gibt nicht viele Endgeräte, die das können. Und die Netzbetreiber rollen es auch nur so langsam aus. Also wer dann mal wirklich Voice over LTE Gespräch führt, der wird erstaunt sein, weil das ist von der Audioqualität her ein Unterschied zu dem bisherigen Verfahren par excellence. Also das ist wirklich, da kann man wirklich von einer sehr guten Telefonqualität sprechen. Genau. Bis das mal alle Geräte ausgerollt wird, wird es dann noch ein bisschen dauern. Die Geräte, die jetzt momentan halt 4G können und nicht fähig sind, Voice over LTE zu machen oder vom Netzbetreiber nicht befähigt wurden, Voice over LTE zu machen, die schalten dann runter auf 3G oder 2G, je nachdem, was halt in der Zelle gerade zur Verfügung steht. Ne? Das dauert eine gewisse Zeit, 1-2 Sekunden, bis das runtergeschalten ist. Dementsprechend lange dauert halt dann auch der Gesprächsaufbau oder bis der Anruf halt signalisiert, wenn man jemanden anruft. Jo, soviel mal kurz zum Überblick über die einzelnen Techniken. Vielleicht gehe ich auch nochmal einzeln in die einzelne Technik dann mal detailliert rein. Aber das sollte schon mal als Überblick genügen. Und ja, Wünsche und Anmerkungen dazu gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.